Hallo, wie immer um diese Zeit, jeden Monat liegt ein neues Rockart vor uns. Und wir haben wieder eine aufgeklebte CD dabei, wie ihr seht. Ein Lauschangriff diesmal, also eine normale Lauschangriff-CD, weil die wurde sehr oft gefordert. Ihr habt ja vielleicht die Leserbriefe gelesen. Wir sind dazu angehalten worden, nicht immer diese Special-CDs zu machen, teilweise schon. Wir werden das auch weitermachen, aber wir werden das natürlich nicht jeden Monat machen. Und diesen Monat ist wieder eine normale CD im Heft, mit unter anderem einem neuen Accept-Song, den wir hier ziemlich stark finden. Deswegen auch die Titelstory. Wenn ihr die CD ablöst, dann sieht der Titel so aus. Mal schön wirken lassen. Und es geht natürlich in der Titelgeschichte um die neue Platte. Ich meine, das letzte Album ist ja Album des Jahres, nicht nur bei uns im Rockart unter unseren Lesern gewesen, sondern eigentlich überall weltweit. Also in den meisten Magazinen, die man so zu sehen kriegt, in den Polls stand Metal-Album des Jahres Accept. 2010 wohlgemerkt, nicht 2011. Und da ist es natürlich sehr schwer, Nachfolger zusammenzuzimmern. Ja, die Band hat es aber geschafft und das neue Album liegt vor. Das endgültige Urteil werdet ihr fällen. Meiner Meinung nach ist die Platte ein wirklich würdiger Nachfolger geworden. Ob tatsächlich genauso gut wie Blood of the Nations, das wird die Zeit zeigen. Also ich habe die Platte schon sehr oft gehört inzwischen und ich würde sagen, die Platte ist gleichwertig. Aber wie gesagt, das Urteil müsst ihr fällen und das werdet ihr vielleicht so sehen oder auch anders. Wird man sehen, das gleiche Schicksal teilen auch Overkill. Overkill haben ja mit Ironbound auch ein Album gemacht, das, wir suchen mal eben die Lesercharts, immer noch hoch bei uns in den Lesercharts drin ist. Also auch ein Riesen-Comeback für Overkill war. Ich meine, die Band war nie weg, natürlich, logischerweise, aber Ironbound ist immer noch Platz 2 bei uns in den Lesercharts hinter Machine Head und Accept ist immer noch Platz 4. Ja, das spricht wohl für sich. Also zwei wirklich starke Alben, die nicht so leicht zu toppen sind oder ja zu toppen vielleicht überhaupt nicht, aber auch nicht so leicht überhaupt dafür Nachfolger zu finden. So, auch Overkill haben ein neues Album. Auch da steht, das wollen wir jetzt nicht, auch da steht einiges im neuen Heft. Zompf hat das Interview gemacht. Auch da müsst ihr entscheiden, ob der Nachfolger geglückt ist oder nicht. Ich will hier nicht alles vorwegnehmen, aber naja, wir haben ja deswegen diese Geschichten im Heft. Unter anderem haben wir auch den Leserpoll 2011. Auch da will ich euch jetzt nicht verraten. Naja, gut, die Lieblingsband kann ich verraten, das ist keine Überraschung. Eigentlich kann ich die ersten drei Lieblingsbands verraten. Die haben sich nämlich nicht geändert. Maiden 1, Motörhead 2 und Metallica 3. Das war zu erwarten. Zu erwarten ist auch, dass Lemmy immer Lieblingsmusiker wird im Rockart. Das kann ich auch sagen, aber die Überraschung behalte ich für mich. Der Newcomer des Jahres hat mich persönlich zum Beispiel überrascht. Ich hätte auf eine andere Band getippt. Ich hätte auf Hell getippt, weil das Album so lange in den Lesercharts war und auch so hoch. Aber es hat eine andere Band gewonnen und das freut uns hier alle auch. Da hat eine andere Band auf den letzten Metern bei der Auszählung der Stimmen aufgeholt und ist auf Platz 1 gegangen. Wir haben eine Geschichte über Under the Sign of the Black Mark und A Blaze in the Northern Sky, die beiden Meilensteine von Bathory und Darkthrone. Die werden nämlich 20 bzw. 25 Jahre alt. Wir haben eine Evil, Portrait, Dr. Living Dead Tourgeschichte. Zwei dieser drei Bands spielen auf dem Rockart Festival. Wir haben einen exklusiven Vorabdruck der Ace Frehley-Biografie, die wir hier alle sehr lesenswert fanden. Deswegen haben wir das Thema ins Heft genommen und haben auch ein exklusives Interview dazu. Natürlich, wie immer, von Jan Jedecke geführt. Ihr wisst ja, dass das unser KISS-Spezialist ist, der da immer mehr rausholt, als das jemand anderes von uns könnte. Das hat man ja auch beim KISS-Sonderheft gesehen. Großartige Interviews, die Jan da geführt hat. Das sei noch mal gesagt hier an dieser Stelle. Ja, Asphyx hatten das Album des Monats letzten Monat abgeliefert. Interview von Frank in diesem Heft. Blind Guardian, Interview von Michael. Ach ja, und das muss ich noch erwähnen. Wasp verraten in einem 4-Seiten-Interview mit Frank Albrecht nicht, was sie am liebsten essen, sondern was sie auf dem nächsten Rockart-Festival für ein Set spielen werden. Wir hatten ja angekündigt, dass es ein 30-Jahre-Jubiläumsset von Wasp gibt. So, und Frank hat jetzt in Erfahrung gebracht, wie dieser Set aussieht, was tatsächlich gespielt wird. Und ich freue mich tierisch darauf. Und ich glaube, das wird ein würdiger Headliner für einer der drei Tage auf dem Rockart-Festival sein.
Ja, und dann könnten wir noch mal eben gucken, wer Platte, eine Randy Rhoads Geschichte von Herrn Himmelstein, an der er sehr lange gestreckt hat, ist aber auch was sehr Lesenswertes dabei rumgekommen. Wie wir finden, ein Malta-Special von Holger. Holgers Wahlheimat, Malta. Und er hat also jeden vors Mikro gezogen, der in seinem Leben schon mal eine Gitarre gehört hat, geschweige denn selber gespielt hat. Und auch Mark Storace, spricht er sich, glaube ich, aus, nicht Storace, sondern Storace, der maltesische Sänger von Krokus, hat sich auch geäußert in einem, wie gesagt, interessanten Malta-Szene-Special. So, und jetzt wollten wir noch mal eben gucken, wer die Platte des Monats war. Nicht Terrorizer, auch nicht Enslaved, das ist ein Seziertisch, auch nicht Unisonic, die kommt erst nächsten Monat, auch nicht Warlord, die basteln seit Ewigkeiten an einem neuen Album. Angeblich soll da was kommen. Wir sind gespannt. Moment. Asphyx. Ich habe gesagt, letzten Monat. Stimmt gar nicht. Ja, das kommt davon, weil im Kopf immer schon ein Heft weiter ist. Wir sind ja schon fast mit dem nächsten Heft fertig, wenn ihr das hier seht. Asphyx, Album des Monats, gefolgt von Disaster und Pharaoh. Drei sehr starke Alben. So, den Rest müsst ihr selber entdecken. Wie immer jeden Monat. Viel Spaß dabei und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.